Das ist meine ganze Welt. Meine Krankenschwester, meine Mom, meine Krankheit. Ich bin 18 und ich war noch nie draußen. Wenn ich rausginge, würde ich wahrscheinlich sterben. Hi, ein Kuchen von meiner Mom. Willkommen in der Nachbarschaft. Ist Ihre Tochter da? Nein, ist sie nicht. Ich sehe, du checkst deine E-Mails und siehst ihn durchs Fenster. Er ist nett. Mit ihm zu reden fühlt sich an, als wäre ich draußen. Er ist hier. Wer ist hier? Du bist ganz anders, als ich dachte. Sexier, oder? Was würde passieren, wenn du rausgehst? Vermutlich spontane Selbstverbrennung. Hier habe ich HEPA-Filter. Draußen gibt's Viren und Bakterien. Wo würdest du hingehen, wenn du könntest? Ans Meer. Ich hab's noch nie gesehen. Ich will dich wiedersehen. Geht es dir wirklich gut? Es geht mir fantastisch. Ist es immer so? So ist es nie. Sie haben nicht zu entscheiden, was sie braucht. Sie müssen gehen. Sie war meine Freundin. Sie war für dich verantwortlich. Du darfst sie nicht wiedersehen. Jedes Meer verdient, von dir gesehen zu werden. Liebe Mom, ich weiß, in diesem Haus zu bleiben hält mich am Leben, aber ich verpasse zu viel. Ich möchte alles erleben. Alles. Maddie, was tust du? Geh wieder rein, nein, bitte. Ich muss wissen, ob ich wirklich krank bin. Und das finde ich nur raus, wenn ich draußen bin. Maddie, was hast du? Ich mach dir dein Leben kaputt. Mein Leben ist besser mit dir. Madeline, du bist alles, was ich habe. Ich darf dich nicht verlieren. Ich bin bereit, alles zu riskieren, nur um einen perfekten Tag zu erleben.